Robert Habeck, der Wahnsinnige aus Altmoabit oder der Wahnsinnige vom Invalidenpark, wenn man den Dienstsitz seines Ministeriums hier mal zugrunde legt. Er hat jetzt einen Vorschlag gemacht für die Transformation des deutschen Stromnetzes, des Strommarktes. Und was er sich dabei wieder ausgedacht hat, das klingt so ähnlich wie der Bäcker, der geht nicht insolvent, der hört einfach nur auf zu produzieren. Wir sollen jetzt alle unsere Produktion an Wind und Sonne ausrichten. Damit zeigt Robert Habeck einmal mehr die Realitätsferne seiner Politik. Es gibt ein einziges klimaneutrales Land auf dieser Welt, das ist das Land Bhutan, beziehungsweise klimanegativ ist es sogar. Dort war auch unser Kanzler Olaf Scholz zu Gast. Die lösen ihr Problem allerdings mit Wasserkraft. Ja? Da gibt es keine Wind und Sonne, so wie bei uns, aber Robert Habeck hat sich jetzt mit seinem Spitzenpersonal in seinem Wahnsinnsministerium inzwischen, es wird ja immer nur ausgebaut und größer gemacht und mehr Leute eingestellt, die alle immer weniger Kompetenz mitbringen. Und sie haben jetzt hier den Plan für den Umbau des deutschen Strommarktes hin zu 100% erneuerbare Energien. Und man kann nur sagen, es ist reinste Katastrophe, Leute. Packt eure Koffer und verlasst das Land am besten. Erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht hier um steuerbare Lasten, es geht um erneuerbare Energien und was Robert Habeck hier wieder aufs Papier gebracht hat, das ist so peinlich, das gehört eigentlich direkt in den Aktenvernichter geworfen. Worum geht es hier am Ende im Einzelnen? Es geht jetzt hier um den neu einzuführenden Kapazitätsmechanismus, ja? Weil der Strommarkt noch nicht kompliziert genug ist, soll bis zum Jahr 2028, das ist in Lichtgeschwindigkeit für deutsche Bürokratie, dieser neue Mechanismus in das Strommarktsystem eingebaut werden. Und zwar auch in den Dunkelflauten sollen die erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne den größten Teil der Stromversorgung abdecken. Das ist ja schon mal Widerspruch in sich, denn es sollen jetzt sogenannte Backups eingebaut werden, und zwar flexible Kraftwerke wie neue Gaskraftwerke. Ihr erinnert euch vielleicht daran, von den über 20 notwendigen Gaskraftwerken bis 2030 ist bisher kein einziges genehmigt, geplant oder begonnen worden mit dem Bau. Jetzt kommt aber die Lüge schlechthin, sowie Speicher einspringen. Da hat jemand in Physik die Schule geschwänzt und Robert Habeck hat das vermutlich öfters getan. Es gibt keine Speicher in der Dimension, über die wir hier reden. Es gibt Dunkelflauten, wenn kein Wind und keine Sonne, also wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Da sollen die flexiblen Kraftwerke einspringen, sowie Speicher. Mit den Speichern, also. Wir hatten letzten Winter 14 Tage Dunkelflaute. Also 14 Tage null Windstrom, null Photovoltaikstrom hat es gegeben. Die flexiblen Kraftwerke, ja okay, das ist konventionelle Stromerzeugung. Das, was sie uns einreden wollen, was der Teufel ist, ist jetzt mit modernen Gaskraftwerken dann nicht mehr der Teufel, sondern der Engel, weil man außen einen Aufkleber draufgeklebt hat, dass die Wasserstoff-ready sind. Wasserstoff ist da noch lange keiner drin. Das ist Greenwashing der Politik und sie wollen vor allem unser Geld dafür haben. Das ist ja hier das Schlimme an der Sache. Durch diese schwankende Erzeugung, ja, und dass wir auch mehrere Tage eine Dunkelflaute haben, ist dieses Wort der Speicher hier, es ist völliger Wahnsinn, ja. Also, wir haben Speicher, die den ganzen Stromverbrauch eines Tages in der Bundesrepublik Deutschland über Speicher abdecken. Die Leute haben keine Vorstellung davon, über wie viel Speicher wir hier reden. Das ist völliger Wahnsinn. Das ist total geisteskrank, was sie hier machen wollen. Es gibt noch nicht mal Speicher, um irgendwo für ein paar Sekunden was am Laufen zu halten. Es gibt jetzt Testmodelle, also ein Testprojekt in Baden-Württemberg. Der wird statt einem Ersatzkraftwerk, wird jetzt ein Batteriespeicher aufgebaut. Das ist ein bisschen anders da. Und zwar wollten die dort ein Reservekraftwerk haben, was aber sofort einspringen kann, also 0 Sekunden Anlaufzeit, wenn ihr so wollt. Das heißt, es wird die ganze Zeit auf Betriebstemperatur vorgehalten, auch wenn man es ein ganzes Jahr nicht benutzt. Jetzt bauen sie stattdessen ein normales Kraftwerk, was regelbar hochfahrbar ist. Dafür brauchen sie 12 Minuten. Und um diese 12 Minuten zu überbrücken, dass dieses Kraftwerk nicht in Betrieb gehalten werden muss, bauen sie da unten jetzt den größten Akku Deutschlands auf, damit sie das schaffen. Bin mal gespannt, wie das am Ende ausgeht. Die Australier haben das auch an ihren Windparks mit diesen riesen Akkus schon gelöst und die brennen auch nicht so häufig, wie man sich das vorstellt. Aber hier von Speichern zu reden für Dunkelflauten zeugt einfach von einer realitätsfernen Politik. Wir können selbst mit unseren Pumpspeicherkraftwerken höchstens wenige Minuten der gesamten Netzlast, wenn überhaupt, abdecken. Aber
da ist auch die Leistung, die am Ende abrufbar ist, eigentlich zu wenig. Völliger Wahnsinn, und weil das Ganze noch nicht genug ist, sollen wir jetzt selbstverständlich unsere Produktion daran ausrichten. Okay, dass wir zu Hause, wenn wir auf Arbeit gehen, dann einen Smart Meter haben, der sowieso schon alles überwacht. Und dann sollen wir quasi mittags den Geschirrspüler laufen lassen oder die Waschmaschine, wenn der Strom besonders billig ist. Okay, das macht am Ende wenige Prozent des Gesamtstromverbrauches aus. Auch das Elektroauto in der Mittagszeit zu laden, anstatt abends, wenn alle den Strom verbrauchen, okay. Aber sie gehen hier eben viel, viel weiter hinaus. Dieses flexible Verhalten soll das erneuerbare Erzeugungsspitzensystem kletten. Alleine diese Wörter, die sie sich hier wieder einfallen lassen, es soll sicher und effizient in den Markt und in das System integriert werden. Wenn Politiker davon sprechen, dass sie etwas sicher und effizient in den Markt und in das System integrieren, wissen wir, dass beides nicht der Fall ist. Es ist dann unsicher und ineffizient. Das ist es, was die Politik hier möglich machen möchte. Und sie wollen jetzt vor allem, dass sich dann auch die Großkunden, die Industriekunden daran ausrichten. Es sollen quasi alle diese digitalen Smart Meter haben und dann soll auch in der Produktion, nur wenn der Strom besonders billig ist, soll dann hier auch produziert werden. Und das ist wieder die Logik von Robert Habeck. Er soll mir mal ein Unternehmen zeigen, was aktuell seine Produktion an- und ausschalten kann, nur wenn die Energiepreise passen oder nicht passen. Solche Unternehmen gibt es normalerweise nicht, denn wer energieintensiv produziert, produziert sowieso rund um die Uhr, damit es sich überhaupt irgendwie rechnen kann. Jetzt, also was sie sich hier wieder einfallen lassen, sie wollen dann also quasasi, dass nur noch die Stahlkocher ihren Stahlofen anmachen, wenn denn mal Sonne scheint und Wind weht, dass das technisch gar nicht geht. Also wenn man einen Stahlkocher anwirft, dann muss man den Guss zu Ende bringen, ja? Man kann nicht mittendrin aufhören und das kalt werden lassen, ja? Auch an Gold, also auch Gold, alles, was irgendwie eingeschmolzen wird, die ganzen Industrieprozesse, da kann man nicht den Schalter ausmachen, ja? Aber das ist das, was Sie sich hier vorstellen. Wir erinnern uns hier mal an ein Zitat von Annalena Baerbock. Hat sie gesagt vor 3 Jahren bei Maischberger, wenn eine Kühlung zum Beispiel bei einem riesengroßen Produzenten von minus 22 Grad in Zukunft dann auf minus 20 Grad nur herunterkühlt, ist das Hühnchen immer noch kalt und wir können an der Grundlast das Netz, und das war mein Punkt, so stabilisieren, dass sich im Netz die unterschiedlichen Akteure ausgleichen. Sagte die Frau, die auch mal von Kobolden gesprochen hat, die das Netz tragen und speichern. Leute, das ist völliger Wahnsinn. Sie haben von Physik überhaupt keine Ahnung, ja? Den Grünen und den Ministern hier, denen gehört einfach mal der Stecker gezogen, ohne Backup, ohne Speicher. Und dann sollen sie mal 14 Tage Dunkelflaute ohne Stecker mal vorüberbringen, dass sie überhaupt mal wissen, von welchem wahnsinnigen Schwachsinn sie hier eigentlich wieder reden. Das geht nicht. Das geht nicht. Es gibt keine Industrie, keine Produktion, die wir an Energiekosten ausrichten können, weil die verlässt dann das Land. Ja? Das hat der Habeck noch nicht verstanden. Ja, die hören dann auf zu produzieren. Stimmt, die sind auch gar nicht insolvent. Die machen eine Betriebsverlagerung. Ja, die zahlen dann vielleicht die Reichsfluchtsteuer. Wie heißt das hier in Deutschland inzwischen? Reichsfluchtsteuer war es früher. Wegzugsbesteuerung hier, wenn man das Land verlässt und hat Kapitalanteile von der Gesellschaft, ihr kennt das, Wegzugsbesteuerung für Geschäftsinhaber, lauter so ein Schwachsinn. Und da denke ich mir, die Geschäftsinhaber werden sich schon Mittel und Wege suchen. Es gibt hier Dienstleister, die arbeiten für den Mittelstand. Das sind quasi die Transporteure der ganzen Maschinen. Also, wenn irgendwo neue Produktionslinien auf- oder abgebaut werden, gibt es Spezialisten, die transportieren alles, die montieren auch alles und die sagen, seit 1,5 Jahren ungefähr, transportieren sie nur noch raus aus Deutschland, raus aus Deutschland, raus aus Deutschland. Es gibt keine Verlagerung mehr von Produktion nach Deutschland. Das Thema ist Geschichte. Und damit schlagen sie jetzt hier dem Industriekopf wirklich den Nacken ein. Das geht gar nicht, dass wir jetzt hier nur noch flexibel produzieren sollen. Aber das ist es, was sie machen wollen. Sie wollen damit auch die Netzentgelte weiter flexibilisieren, anstatt die Netzentgelte endlich mal über Bord zu werfen, das aus Steuermitteln zu bezahlen. Es ist eben grüner Wahnsinn, der die Wirtschaft hier einfach vernichtet. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch X und Telegram. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Damit bis bald.